So, stopp, stopp! Ha, jetzt habe ich dich aber am Arsch. Ne? Schön rechts vor links übersehen, ne? So, fahren wir ein Stückchen weiter. Stopp! Ha, stopp! Jetzt aber, das zweite Mal. Ha! So, mein lieber Freund, jetzt ist der Bock fett. Jetzt habe ich dich so am Arsch wie noch nie. So, jetzt kannst du mal ein bisschen zurückkommen da, ne? Du bist ja schon 10 Kilometer weiter gefahren da hinten. Gut. Ja, dann stell das Moped mal auf den Ständer. Ja, genau. So, komm mal zurück. Ja, kannst du stehen lassen, ne? So, jetzt kommst du mal zurück. So, komm mal auf mich zugelaufen. Ja, so. Stopp, bleib stehen. Jetzt dreh dich mal nach links. Geh mal zu dem kleinen Bäumchen. Ja, und jetzt schüttel mal ordentlich dran. Das ist nämlich der sogenannte, ja gut, das reicht, da haut er gleich den ganzen Busch auseinander. Das ist nämlich der sogenannte Ohrfeigenbaum, ne? Die Früchte sammle ich gleich ein, die kriegst du nach der Fahrstunde, ne? Du Knallerbse, zweimal rechts vor links hier, du. Da fliegt mir der Draht aus der Mütze, ne? Das heißt, du musst stehen bleiben, oder was? Ja, natürlich, wenn einer von rechts kommt, musst du stehen bleiben. Aber du musst erst mal gucken, ne? Du hast ja gar nicht geguckt, da kannst du ja gar nicht sehen, ob da einer kommt, ne? Ja. Meine Güte, du, da peitscht mich der Ekel, wenn ich sowas sehe, weißt du? So, dann schwing dich bloß wieder rauf, bloß weg hier, ne, bevor noch einer sieht, dass du seinen Baum vergewaltigt hast hier, weißt du? Nee, unglaublich, du, unglaublich! Mensch, Mensch, wie kann ein Mensch allein in einer Fahrstunde so oft am Ohrfeigenbaum schütteln, du? Was? Das gibt das gar nicht, ne? Das ist kräftig. Ja, ja, hast ja auch gemacht, hast ja gleich das Ding aus den Angeln gehoben da, ne? Ja, ja, ja. Ja. Mann, oh Mann, oh Mann. Aber das merkst du ja jetzt wohl, ne? Rechts vor links hast du jetzt auf dem Sender, ne? Ja, wenn nicht, dann schüttelst du jedes Bäumchen, was kommt, ne? Dann brauchst du ganz viele Ohrfeigenbäume zum Schütteln.